1937 forderte die Wehrmacht einen Entwicklungsauftrag für ein besonders schweres Kraftrad mit angetriebenem Seitenwagen. 500 Kilo Nutzlast, eine Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h, 16 Zoll Bereifung und eine Mindestreichweite von 350 Kilometer waren die weiteren Forderungen, an denen sich Zündapp und BMW beteiligten. Zündapp setzte sich gegenüber BMW durch, jedoch beide Firmen bekamen einen entsprechenden Auftrag unter der Prämisse, dass 70% Gleichteile gefordert waren. Auch wenn der 750er Motor der Zündapp wie ein Boxermotor aussieht, könnte man ihn auch als 170 Grad V2 bezeichnen, weil die Zylinder beidseitig um 5 Grad zwecks besserer Bodenfreiheit geneigt konstruiert waren. Der Motor der Zündapp leistete 26 PS bei 4000 Umdrehungen und hatte ein Drehmoment von 52 Newtonmeter bereits bei 2650 Umdrehungen. 4 Straßengänge, ein Geländegang, sogar ein Rückwärtsgang bot das Getriebe.